Hallo und herzlich willkommen zu der fünften Folge von Star Wars Battlefront. Heute spielen wir mal wieder Helden versus Schurken. Heute im Java Refugium. Wir spielen heute auf der PlayStation 4. Oh, er wird sofort vom Imperator genascht. Und genau, er wird genascht. Damit kommen wir gleich schon zum nächsten Theme heute. Und zwar, erstes nascht er sofort ein. Erstes ist natürlich hier, dass wir hier auf der PS4 spielen und dass ich direkt gar nicht spiele, sondern im Moment nur kommentiere, denn mein Kumpel spielt hier gerade und rasiert natürlich alles weg. Er ist schon deutlich geübter als ich, also habe ich mir professionelle Hilfe hier an der Stelle geholt. Und ja, auch wenn das vielleicht eine etwas witzigere Folge werden könnte. Ja, hier rennt er mit Loot mal. Ich werde natürlich trotzdem kommentieren. Er hört den Ton, also natürlich dank der Aver Media Game Capture HD2 alles gut, kein Product Placement, aber viel besser als Elgato. Oh, da ist hier einer, wird locker genascht. Da rennt er weg. Jetzt kommt das epische Duell. Und er zockt ihn natürlich hier alles. Was ist jetzt hier los? Da fragt man sich. Und er hat keine HP mehr. Was? Jetzt flüchtet er. Er nur noch 9 HP, 9 HP, 9 HP. Das wird wohl leider nichts werden. Da wird er aber von der DL-44 genascht. Die Lucky Punch Waffe schlechthin. Direkt erstmal intelligenter. Oh, das war's wohl. Da wird er einfach lucky von dem genascht. DLT-19 hast du jetzt natürlich auch. Ist natürlich jetzt nicht der Blaster. Obwohl ich ihn mal Anfang gut fand. 3-2 ist ja noch voll okay. Also, ja. Was, jetzt müssten wir eigentlich, imperialer Sturm, was? Was ein Lucky Punch! Sag ich dazu nur. Das hatte ich aber in der letzten Runde auch. Ich hatte übrigens ein paar Upload-Probleme, weil, das Internet nicht schnell genug war. Die Leute von Kabeldeutschland, die Passis, haben das Internet nicht schnell genug gemacht, sag ich mal. Vielleicht aber ja auch nicht die Kabeldeutschland-Leute, sondern die Telekom-Leute, man weiß es nicht. Hier zur Map finde ich eigentlich nicht so krass, weil mir so ein bisschen die Lebheit in der Map fehlt. Ist es für meinen Tick ein bisschen zu blass. Ich finde, im echten Film ist es doch ein bisschen intensiver gemacht. So, und jetzt holt er natürlich erstmal die Sturmtruppen nicht weg. Und dann nascht er ihn. Dann nascht er hier den dunkelsten Lord der Sith. Nein, wir werden diesen Moment nicht teilen. Also, wir teilen ihn ja schon. Von daher sind. Er bombt da uns weg. Und jetzt holt. Da holt der Gegner erstmal seinen Blaster raus. Boba. Boba ist sehr, sehr stark. Und er nascht der Boba weg. Der Flammenwehr. Was ein Lucky Punch. Wenn er den jetzt... Oh, aber es war ja DH-17. Immerhin, ihr habt zwar verloren, aber 6-3. Wie gesagt, professionelle Hilfe auf gutem Grad hat er hier. Er ist auch gut drauf. Er hat, wie unser Fußballtrainer sagt, er hat genug Müsli heute gegessen. Er hat Lust auf das Spiel. Muss ich selber hier zusammenreißen, aber wir werden das Spiel natürlich mit Müsli hier genießen. So, jetzt der Imperator mit dem Bohrer. Ich muss mich eben wegen Lachkrämpfen abschalten. Wir sind natürlich wieder da für euch in 24/7. Wir haben übrigens das nur kurz. Ja, wir sind ja in einem Sportverein, also mein Kumpel und ich. Und wir haben ein neues Format rausgefunden für RTL 2. Das ist nämlich Vereine im Brennpunkt. Und da kommt die Schocktruppen. Und jetzt kommt der Imperator hier. Dann nascht er ihn. Nascht er auch den Imperator. Da hat er natürlich keine Chance. Da sieht man dieses... Er sieht so abgegammelt aus, ey. Sie sind alle tot. Schon wieder, ey. Was sind denn das für Lappen? Sie wurden alle neutralisiert. Okay. So.
1:4 ist natürlich jetzt nicht die optimalste, aber da können wir ja nun wenig für. 7:5 ist ordentlich. Leia. Prinzessin Leia. So, jetzt rennen sie wieder alle nach vorne. Schreibt mal in die Kommentare oder zeigt es mir anderswo, ob ihr dieses duale Format, sag ich mal, mögt. Jetzt macht ihr Truppler verderben. Er will die Truppler verderben. Hier ist bloß kein Truppler. Und dann noch eventuell welche Sternkarte ihr am besten findet. Ob es jetzt hier die Thermaldetonator ist oder die Armbrust oder die wunderschöne Impulskanone. Da scheint jemand zu blitzen. Da kommt der. Es wird eine knappe Kiste, aber das schaffst du. Ja, ist weg. Der Truppler wird geholt. Jetzt muss das eigentlich noch eine Kiste werden, ansonsten hat Vader hier echt einen guten Job gemacht. Dann latscht er auch, ey, wie nichts. Ich sag jetzt nichts, jetzt wir latschen voll vor die Flinte. Sehr schön. Da heilt er sich wieder, aber das wird eine ganz knappe Kiste. Das wird eine ganz knappe Nummer. Er ist immer noch da. Boah. Ganz knappe Kiste. Durch einen Orbitalangriff verlieren wir dieses Spiel und wir sind eventuell sogar. Wir haben die meisten, das ist doch sehr gut, wie gesagt, mit meiner professionellen Hilfe. Und damit beenden wir auch diese Runde recht fix. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Oh, wir sind natürlich direkt mal mit meiner professionellen Hilfe. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.